Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sie-Vorstellung von einem jungen Mini-Version 0.9.2 der Minecraft Pocket Edition. Und wir müssen natürlich auch Mountain Blade ausprobieren, wie hier steht, also try Mountain Blade. Und wir gehen einfach mal auf Play und auf Neo und auf Advanced und geben dann hier ein Guantanamo. Und klicken auf Done, alles klein geschrieben. Und natürlich Infinite, nicht Alt, nicht Flat, Infinite oder bei iPad 1 oder was müsste das Experimental heißen. Sorry, Creative ist egal und wir generieren einmal die Welt. Und zwar soll es diesmal wieder um ein schönes Biom gehen. Und wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, ist es das der dichte Wald, so heißt das halt auf Deutsch. Also The Roofed Wood oder Roofed Forest oder Black Forest. Und das ist eigentlich ganz cooles Biom, würde ich sagen. Und zwar ist hier dieses Holz. Hier ist Holz. Hier sind halt diese Bäume mit dem 2x2 dicken Stämmen, und zwar ist es das Holz Dark Oak Log oder Dark Oak Wood, weil das ist Oak Log. Dann gibt es das Spruce Log, was bei Tannenbäumen und so weiter ist, das ist halt bei den normalen Eichen. Das ist Birkenholz, das ist Dschungelholz, meinetwegen. Das ist Akazienholz und das ist halt dieses dunkle Eichenholz. Ein bisschen dunkler als das, anders als das und das. Also irgendwas zwischen dem zwei ist das und ist halt das hier. Das. Und da kommt dann das bei raus. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus, wenn man das hier mal so hinbaut, im Gegensatz zu dem Holz. Ist ein bisschen heller, wobei meiner Meinung nach die Baumstämme selber dunkler sind als die hier. Also kein Plan, das gehört auf jeden Fall hierzu. Ups, wollte ich nicht so. Machen wir so. Und das gehört hierzu. Nochmal nur so zur Aufklärung jetzt. So. Ja, genau, stimmt schon so. Also man sieht einen Unterschied schon. Aber meiner Meinung nach ist das heller als das, aber dafür das heller als das. Also das dunkler als das, egal. Und was natürlich hier auch noch schön ist, hier gibt es Pilze, was man jetzt auch nicht so häufig hat. Hier gibt es also diese braunen, großen Pilze, vor allem nicht diese kleinen, sondern die schönen großen mit den Blöcken. Wo dann, glaube ich, auch Pilze gedroppt werden und dann gibt es halt noch diese, also die braunen, halt die roten Fliegenpilze. Sieht ganz cool aus. Hier haben wir noch Lava. Wenn man denn mal irgendwie Obsidian braucht oder sowas für irgendwas. Wenn es mal ein Netherportal geben soll oder was weiß ich eher nicht denke. Ja, also ganz cool. Hier gibt es noch die roten Blumen. Gehört wahrscheinlich alles so zum Biom dazu hier noch, so eine kleine schöne Insel. Und dann geht es dann schon weiter mit Wüstenbiom, ist das glaube ich hier drüben. Ne, ist nur eine Insel. Aber hier drüben könnte dann irgendwann mal Wüstenbiom kommen und hier so Wiesenbiom, ich weiß gar nicht, normales Biom, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, also ist jetzt nicht so groß, glaube ich. Hier hinten kommen dann wieder Birken. Aber hier ist immer noch das Biom auf jeden Fall. Hier unten, der gehört, glaube ich, auch noch dazu. Ja, genau. Der gehört auch noch dazu. Also das ist wahrscheinlich, besteht nicht nur aus den Dark Oak Bäumen, aus den dunklen Eichen, sondern auch aus anderen Bäumen, wie zum Beispiel Eichen oder Birken. Also Birken hier oder Eichen irgendwo anders. Hier zum Beispiel, das dürfte eine Eiche sein. Das ist eine Eiche. Ja, das ist eine Eiche. Also, ist ganz cool. Hier sind noch sogar die anderen Blumen. Also, Blumenvielfalt haben wir ja schon mal. Zumindest von zwei Blumen. Die anderen, die roten, die gelben, findet man ja relativ schnell. Die sind nach Kürbisse. Kann man auch immer mal gebrauchen, wenn man sich Kürbislaternen machen will oder Kürbiskuchen oder sowas. Oder vielleicht kann man die später auch mal irgendwann aufsetzen oder einfach halt nur so zur Dekoration, ohne dass es irgendwie leuchtet. Zu Halloween oder was weiß ich. Kann man schön benutzen. Und hier laden die Chunks schon wieder nicht. Lol. Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Ist auf jeden Fall gerade hier anscheinend noch so ein kleiner Fluss. Oh, das ist nice. Das ist nice. Wenn das ein Fluss ist. Ist das ein Fluss? Lade mal bitte Welt. Wir sind hier in keiner alten Welt. Das ist eine Infinity-Welt oder ein Infinite, besser gesagt. Das heißt, sie ist unendlich, ne? Also würde mich freuen, wenn du hier weitermachen könntest. Okay, danke. Ups, so. Scheint kein Fluss zu sein, aber ist eigentlich ganz cool. Und so ein See, der wirklich nur eins, größtenteils als eins, ein Block tief ist. Wirklich nur ein einziges, was zwei Blöcke tief ist. Ein einziges Loch. Ja, okay. Tiere auf jeden Fall auch, weil wir sind in Creative. Und das ist irgendwie neu, dass die da spawnen oder das ist kein Plan. Hier ist ein Fluss, genau. Da ist noch eine Höhle. Fluss, noch ein See, der ziemlich flach ist. Okay, nee, der ist nicht so flach. Also ist cool. Vor allem in so einem flachen See, da kann man da richtig geil sein Haus reinbauen. Vielleicht haben wir manchmal einen Hochwasserschaden.
Aber sonst ist ja ganz geil. Ne? Hier haben wir übrigens auch nochmal die weißen Blumen. Es gibt ja sowieso jetzt so viele Blumen hier alle. Also, da haben wir ja genug, ne? Ja. Also, ich wollte euch einfach mal den Ziel zeigen, wer jetzt hier so ein schönes Biom mal will, weil mir gefällt es eigentlich ganz gut. Kann man immer mal gebrauchen, wenn man das mag, das Biom oder so. Also, danke fürs Zusehen, lasst mal ein Like da, wenn euch das Biom gefällt, beziehungsweise das Lied gefällt, beziehungsweise das Video gefällt, beziehungsweise euch 0.9.0 gefällt. Oder Punkt 2 oder was auch immer. Hier ist nochmal Lava. Das ist, glaube ich, andere Lava. Wieder diese weißen Blumen. Also, eine schöne Vielfalt auf jeden Fall. Alles ein bisschen dabei, von allem ein bisschen. Passt alles schön zusammen. Und hier ist schon wieder so ein Fluss, der hier plötzlich aufhört und dann da weitergeht, ohne dass er da reinmündet. Hier ist ein Wasserfall. Also sehr cool. Zwei Wasserfälle sogar. Nice. Zwei Wasserfälle. Eins und zwei. Und die fließen beide ineinander. Deswegen fällt es nicht auf. Cool. Also, danke fürs Zusehen und Chips in der nächsten Seed Review, beziehungsweise Let's Play, beziehungsweise irgendein anderes Video. Tschüss.